Hallo und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel. Und erstmal ein Danke an den Marcel. Super Kommentare, hervorragend, freut mich jedes Mal. Und ja, ich beginne hier erst einmal. Analysieren. Wir haben gar nichts zum Analysieren da. Einmal könnten wir. Okay. Also, wir sollen eine Grasplatte analysieren. Die muss ich erstmal holen. Und dann mal schauen, wie das überhaupt funktioniert. Denn eigentlich haben wir es ja nicht im Gepäck. Ups. Achso, ja. Und dementsprechend mal gucken. Obwohl, ich hatte die doch, glaube ich, schon unten abgelegt. Habe ich jetzt nicht richtig geguckt? Nein. Nein. So. Ja, es ist manches Mal Tonspur nicht in Ordnung oder ähnliches. Ich muss das Ganze normal machen. Das heißt, in einem anderen Video, das ihr nicht gesehen habt, weil etwas nicht funktioniert hat, hatte ich die Grasplatten schon runtergebracht. Deswegen die kleine Verwirrung gerade eben. Nicht wundern. Denn ich möchte natürlich nicht, dass ihr etwas seht, wo etwas nicht funktioniert hat. Okay, was kriegen wir denn? Oh, sehr schön. Grastisch. Dreieckswand, halbhohe Graswand, A und B. Okay. Und wieder schöne 20 Wissenschaftspunkte. Also pure Wissenschaftspunkte. Und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir die hier erstmal ablegen. So. Werfen wollen wir sie nicht. Ausladen wäre nicht schlecht. Dann nehmen wir doch erstmal das G. So. Abgelegt haben wir sie. Perfekt. Ja, ich hatte mir überlegt, ich werde einfach mal die Chips für Burgel suchen. Und wie machen wir das am besten? Indem wir auf die Karte gucken. Die sind ja eingezeichnet. Ja. Und was haben wir da? Nein, 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 nein. Eigentlich sollen die eingezeichnet sein und blinken. Ah ja, da. Da haben wir etwas. Wir sind aber ganz schön weit weg. Mal gucken, ob ich den Chip kriege und wie das dann weitergeht. Moment, da haben wir auch noch einen. Und da hinten auch. Okay. Also drei, vier sehe ich jetzt. Okay, vier. Ist hier vielleicht noch was? Nö. Also, welcher ist der nächste? Eigentlich sind sie alle weit weg. Jo. Dann würde ich sagen, ich versuche mich mal an dem da. Also, auf geht's. Attacke. Ja. Und ja, Marcel, ich produziere manches Mal ein wenig vor. Das ist richtig. Liegt daran, dass ich beruflich und privat ja relativ viel zu tun habe und dementsprechend manches Mal mir ein bisschen sozusagen Zeit herausarbeiten muss. Und da ich das super gerne mache, sieht es so aus, dass ich hier mal wieder nicht rüberkomme, oder? So. Ups. Na, jetzt stecke ich hier auch noch fest. Nein. So, was hast du mir erzählt? Hier, das können wir benutzen für eine Eichelrüstung. Okay. Ja, die Kommentare sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich glaube nicht, dass ich auf die Idee gekommen wäre, auf einer Eichel rumzuhauen. Die kann ich einsammeln. Ui, die ist ja riesig. Na gut. Gibt es noch mehr? Nö, mehr gibt es nicht. Einzu Doch, da. Ah, nicht hauen. So. Was? Oh, habe ich gewechselt? Nein, so war das nicht geplant. Auf die falsche Taste gekommen. Okay. Gut. Aber ich versuche mal alles einzusammeln, was ich auf dem Weg zum Chip finde. Übrigens erstmal gucken, wo. No, jetzt laufe ich auch noch falsch. Na gut, okay. Dann ist es doch der hier. Ich hoffe, da komme ich auch hin. Und die Richtung dürfte ungefähr passen. Ja. Und ja, mit den Spinnen sieht es so aus. Ah, erstmal was trinken. Das ist eine gute Sache. Ja. Und die Blütenblätter kann ich auch einsammeln, soweit ich weiß. Da ist noch was. Noch mehr trinken. Dann haben wir auch gleich was zum Analysieren.
Ja, auf dem Weg dorthin wollte ich zusehen, dass ich möglichst viele Eicheln einsammle und auch Ameisen, denn Marcel hat geschrieben, dass eine Ameisenrüstung, ich glaube, das war komplett, musste hier ausgerüstet sein. Hier ist sowas wie ein Zaun. Okay. Ich nehme an, da muss ich durch. Keine Spinne, bitte. Ja. Bin ich komplett mit der. Das wird wohl nichts. So. Und hopp. Moment, da ist ja noch eine Mauer. Eieiei. Mal gucken. Dann würde ich vor den Kriegerameisen geschützt sein. Das heißt, die würden mich gar nicht erst angreifen. Äußerst hilfreich. Allerdings, die Eichelrüstung soll besser sein. Und dementsprechend sammle ich beides ein und einfach mal gucken. Eine Laus. Dann hätten wir wieder was zu essen. Komm schon. Na gut, das sah mal vielleicht nicht so toll. Wie komme ich jetzt. Uah. Was ist denn das für ein Käfer? Ich nehme an, der ist nicht gut gelaunt. Oder? Können wir sehen, was das für einer ist? Ohne angegriffen zu werden. Bombardierkäfer. Oh. Ich glaube, da war etwas. Besser nicht. Oh. Ist das eine Spinne? Nö, ich denke auch ein Bombardierkäfer. Und wo kommen wir hier durch? Ich hoffe, es gibt mehr wie eine Lücke. Oder ändere ich das mit dem Plan und versuche mir doch den anderen zu holen. Ah ja, nee, ich würde sagen, in dem Bereich ist sowieso ungünstig. Hier. Gut, dann sind wir noch gar nicht da. Okay, weiter. Da ist nichts. Und da auch nicht. Noch ein Käfer. Naja, der lässt uns zum Glück in Ruhe. Ich hoffe, ich komme da überhaupt durch. Ja, ich freue mich über jedes Kommentar, über jeden einzelnen Klick. Da ich das Ganze hier aus Spaß an der Freude mache. Ui, den gehe ich aus dem Weg. Na, das war nicht ganz aus dem Weg gehen. Und wie gesagt, ich bin stolz auf jeden einzelnen Klick. Ich finde das richtig toll. Na, komm, lauf, lauf. Kann ich hier irgendwie vielleicht durch? Nein. Schade. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Wie wir halt. War da was? Nee, doch nicht. Ich glaube, ich habe mir wieder den schwierigsten ausgesucht, aber naja. Was soll's? Ja, da ich letzte Woche ein bisschen ausgefallen bin wegen meines Routers, ist es so, dass ich derzeit ein bisschen hinterher hinke. Ah, das sieht doch gut aus hier. Ja. Ui. Okay. Ich hink ein bisschen der Zeit hinterher. Und. Ach, hier komme ich gar nicht rein. Naja, schade. Hauptsache, das ist nicht der einzige Weg über die Mauer. Und wenn doch, dann haben wir ein Problem. Also eigentlich ich. Ja, ich muss also beruflich und privat einiges nachholen. Deswegen weniger Zeit hierfür. Und auf knapp kriege ich es meistens doch noch hin. Ich möchte ja keinen Ausfall haben. Wäre sehr schade. Und wenn es ein bisschen zu spät kommt, wie eigentlich geplant, bitte ich um Entschuldigung. Ja. Ich glaube, hier sind wir. Sind wir schon auf der anderen Seite? Haben wir da? Kiesel. Den nehmen wir mit. Okay. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Und ich kann mir hier, glaube ich, einen Wegepunkt setzen. Gleich mal schauen. Nein. So. Da war irgendwas mit einem Wegepunkt. Da ist es nicht. Zeit. Achso, nee, das ist nur das Material. Ja.
Moment, wo waren das? Ja, Trinkflasche, ja, die müssen wir irgendwann auch noch herstellen, unbedingt. Nee. Na, bei der Rüstung wohl kaum. Ja, auch nicht. Ich meine, ich hatte was mit einem Wegepunkt gesehen. Gartenbeet brauchen wir auf jeden Fall erstmal noch nicht. Ah, hier. Da. Eine Wegmarkierung. Konstruieren. Und schon geht's los. Wo bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Ich meine, das war hier hinten. Nein. Nein. Das hört sich nicht gut an. Uff. Okay, Karte. Ui. Nur jetzt bin ich mal so ganz falsch. Alles klar, den Wegepunkt, den lassen wir jetzt auch weg. Ist jetzt auch egal. Ups. Ja, wenn ich mich nicht ganz so auf das Spiel konzentriere, läuft es irgendwie auch nicht ganz so gut. Das muss ich dringend ändern. Und mal schauen. Auch wieder falsch. Na, was soll das denn? Was? Bin noch gar nicht auf der anderen Seite. Oder bin ich schon wieder rausgelaufen? Och, nö. Komme ich durchs Wasser? Oder kann ich es vermeiden? Ja, ich glaube, ich kann schwimmen. Sehr schön. Okay. Ah ja. Da. Nein. Oh Mann. Wenn man so klein ist, dann ist das echt schwierig, sich hier zurechtzufinden, muss ich sagen. Aber so ungefähr weiß ich ja jetzt, dass ich hier lang muss. Okay. Das ist gar nicht die andere Seite. Oder? Doch, eigentlich schon. Ja. Okay, also straight on. Auf geht's in diese Richtung. Kann ich hier mit eigentlich was anstellen? Nö. Okay. So. Nein, ich bin nicht richtig. Wieso bin ich nicht richtig? Das ist doch nicht schön. Ja, eine Ameise habe ich jetzt auch keine gefunden. Eine Eichel habe ich auch nicht gesehen. Ziemlich ungeschickt. Okay, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen überziehe, ich nehme ja einfach den anderen Chip. Und Löwenzahn. Da meine ich, hatte. Da wurde mir auch was geschrieben. Aber. Nee, um den Teich. Oder was ist es? Nee, eine Pfütze wahrscheinlich. Ja, für uns ist es ein Teich. Aber eigentlich wird das wohl eher eine Pfütze sein. Komme ich da rüber? Macht das Sinn? Nein. Auch nicht. Was? Die Richtung ist schon besser. Probieren. Ja, nein, vielleicht. Ich probiere es. So, komm schon. Und. Eine ganz andere Perspektive hier. Cool. Können wir auch tauchen? Nö, ne? Ja, wir können. Wir können auch tauchen. Okay. Achso, Moment. Ich sollte vielleicht auch mal. Spaßig hier durch die Gegend schwimmen, ist ja schön, aber wie sieht es mit dem Weg aus? Ja. Zumindest sind wir jetzt nicht ganz falsch. Das ist schön. So. Lauf, lauf, lauf. Komm schon. Piti. Ja.
Lauf, 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 lauf. Und jetzt schwimmen. Nur raus hier. Juhu. Entschuldigt, aber es macht echt voll Spaß. Krass. Und am Land erstmal wieder auf die Karte gucken. Jo. Ich glaube, das schaffe ich noch. Und was haben wir hier? Gut. Aber um wenigstens den Chip zu kriegen, nachdem ich eben gerade die Pleite hatte. Brauchen wir was zu trinken? Ja, eigentlich schon. Aber wir finden bestimmt unterwegs auch noch was. Nö. Da halte ich mich jetzt nicht mit auf. Auch mit den anderen Sachen nicht so. Oh, oh. Nein! Lauf, lauf! Nicht hängen bleiben. Lauf! Boah, das war doch bestimmt wieder eine Spinne. Und erwischt hat sie uns auch. So. Lauf, Petey. Lauf. Ui. Okay, die Musik ist weg. Dann würde ich sagen, ist die Bedrohung auch weg. Okay, den Punkt kennen wir. Uff. Ein bisschen nach da. Ja, das sieht besser aus. Okay, oh. Junge, Junge. Ja, ach so. Zu Valheim. Der Vorschlag von Marcel war Valheim. Ich muss sagen, ich bin brutal enttäuscht von diesem Spiel. Was? Wir hängen hier. Ah, das geht auch. Das ist aber ein bisschen zu hoch, glaube ich. Wie komme ich hier wieder runter? Au! Nein! Okay, mein Fehler. Okay, wir haben es fast. Aber eher die Richtung, oder? Ja. So die Richtung, würde ich sagen. Okay. Ja, nee, von Valheim bin ich brutal enttäuscht und dementsprechend. Was ist das denn Tolles? Cool. Damit kann ich gar nichts machen. Wieso sieht das nur cool aus? Oh. Ja. Aha. Wie es aussieht, muss ich nur lang genug in der Gegend rumstehen. Da ist eine Ameise. Nein, erst der Chip. Erst der Chip. Der ist mir gerade wichtiger. Ja, wir haben es fast. So. Okay. Ja, Ameise, schön. Noch viel mehr. Oh, nein. Weg hier. Die Musik ist deutlich anders. Ich würde sagen, das ist keine Spinne. Und es scheint auch wieder weg zu sein. Okay. Oh, schon zu weit gelaufen. Na, was ist das? Ih, eine Riesenschabe. Gut. Na. Okay. Ich nehme an, das war die Schabe. Aber die Richtung ist in. Ja, da lang. Jo, das passt. So. Mach Platz da. Okay, das könnte natürlich auch die Ameisen gewesen sein. Ah, lauf. Egal. Nein, schon wieder zu weit. Was ist jetzt? Was ist da los? Sind das die Kriegerameisen? Lass mich in Ruhe. Für den Chip. Bin ich hier. Ja. Zwei. Okay. Das ist nicht schön. Ich nehme den Autosave, würde ich sagen, ja.
Gut. Tja. Feeling a little safer now. Also auf die Schnelle habe ich den. Oh, hier hinten sind wir erst. Dann sind wir doch aber eigentlich hier in der Nähe. Wieso habe ich den eben. Nein, nicht schon wieder. Oh, lauf, lauf. So, noch eine Spinne übrigens. Komm schon. Ja, durch das Tor kommen wir nicht, ist klar, weiß ich. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. Ah. Bin gerade ein bisschen überfragt. Wieso? Ja. Wir waren doch eigentlich hier hinten irgendwo. Egal, irgendwie muss ich diesen Chip kriegen. Na, ich glaube, heute werde ich ein bisschen überziehen. Na ja. Egal. Ich hoffe nur, es ist nicht langweilig für euch. Was ist das denn? Aha. Eine Fontäne nehme ich an. Ist das ein Rasenmäher? Hör ich da ein Rasenmäher? Okay, ist wieder weg. Prima. Ist das? Oh. Aua. Hau ab. Oh. Noch was? Nein. Wie glücklos bin ich denn heute? Das gibt's doch gar nicht. Na, kommt schon. Okay, was ist da hinter uns her, das sogar durchs Wasser uns folgt? Ich will es nicht wissen, nein. Eigentlich nicht, nein. Ich würde das nur gerne jetzt hinkriegen, bekommen, wie auch immer. Okay, die Musik ist weg, alles schön. Uff. Gut. Und somit habe ich noch ein bisschen Weg vor mir. Forscherzelt, okay. Was? Das ist doch ein anderes. Ah, Moment. Dann machen wir doch das hier. Ja. Analyse. Und auch nochmal. Ah, ja. Es gibt also immer nur 20 Punkte. Lockfalle. Jo, wollen wir später mal gucken. Aber nicht mehr jetzt. Schade, dass ich keine 3 analysieren konnte. Jobcam. Okay. Das ist die falsche Richtung. Gut, okay. Ich würde sagen. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Obwohl ich ein bisschen verplant hier gerade gewesen bin, ein bisschen gestorben. Tut mir leid. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Kommentiert. Macht's wieder, Marcel. Ist sehr hilfreich. Und vielleicht noch ein kleines Abo, wenn ihr wollt. Und ja, wenn es geht, einen Daumen hoch wäre schön. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.